Am 14. Februar besuchte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck den MV-Werftstandort Wismar. Auf dem Werftgelände warteten bereits Beschäftigte mit Schildern und Bannern, hinter dem Werftgelände die Presse. Robert Habeck sprach zuerst mit den Mitarbeitern vor Ort, anschließend ging er in die Werfthalle, dort fand die Pressekonferenz statt. Gemeinsam mit Insolvenzverwalter Dr. Christoph Morgen, MV-Werftenchef Carsten Hacke, der Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der MV-Werften Ines Scheel und MVs Wirtschaftsminister Reinhard Mayer informierte Robert Habeck über die aktuelle Lage der MV-Werften. Der Minister möchte mit innovativen Konzepten und mit Unterstützung des Bundes die Werften retten, indem er neue Geschäftsfelder erschließt. Eine Neuausrichtung auf zukunftsträchtige Bereiche wie den Bau von Umspannplattformen für Windparks auf See oder von Schiffen mit emissionsarmen Antrieben sei dabei der richtige Weg. Zudem versicherte Habeck, dass der Bund mithilfe des Wirtschaftsstabilisierungsfonds den Werften helfen möchte, sobald ein neuer Investor für die Global Dream gefunden wurde. Sichtlich so. Also ich würde nicht behaupten, dass die Global One einen Beitrag zum Klimaschutz leistet, aber sie leistet einen Beitrag möglicherweise durch die Arbeit hier zum Erhalt des Werftenstandortes und damit dann zur zukünftigen Aufstellung, Transformation, Offshore-Plattformbau, LNG-Schiffe zu produzieren und auf höchstem Standard zu entwickeln. Diesen sucht Insolvenzverwalter Dr. Christoph Morgen für das Kreuzfahrtschiff. Seine Prioritäten dabei: Käufer finden und Mitarbeiter zusammenhalten zum Weiterbau des Schiffes. Wie ich schon mehrfach berichtet habe, sind wir mit mehreren ernsthaften Interessenten für die Global One im Gespräch. Zwischenzeitlich sind es glücklicherweise noch ein paar dazugekommen, die auch ernsthaft sind, sodass wir hier inzwischen recht guter Dinge sind, dass es gelingen wird, einen Käufer für die Global One zu finden. Zeitlich werden wir den aber nicht bis zum 1. März finden. Das ist aus meiner Sicht völlig ausgeschlossen aufgrund der Komplexität, die so ein Bauvorhaben mit sich bringt, sodass wir zwingend Zeit gewinnen müssen, in der wir das Know-how hier an den Werftstandorten zusammenhalten, um die Global One dann, wenn wir einen Käufer haben, auch noch bauen zu können. Aus diesem Grund sind die Transfergesellschaften für die Mitarbeiter der Werften essentiell. Sobald es einen Investor für das Kreuzfahrtschiff gibt, können die Mitarbeiter das Schiff zu Ende bauen. Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende der MV-Werften, Ines Scheel, bittet daher um mehr Zeit. Denn nur wir als Mitarbeiter haben das Know-how und diese Mitarbeiter müssen wir halten. Und das geht im Moment nur mit längeren Laufzeiten in einer Transfergesellschaft. MV-Werften-Geschäftsführer Carsten Hake ist stolz, was die MV-Werften mit Unterstützung des Bundes bis jetzt schon geschafft haben. Ich kann Ihnen sagen, dass wir stolz auf das sind, was wir hier geschafft haben in den letzten Jahren. Wir haben 4 Flusskreuzfahrtschiffe abgeliefert, wir haben die Crystal Endeavour abgeliefert. Er blickt positiv in die Zukunft und hofft, dass es den Werften und dem Bund gemeinsam gelingen wird, die Global Dream zu Ende zu bauen. Robert Habeck betonte am Ende noch einmal, dass er die Gründung einer Transfergesellschaft für die Mitarbeiter der Werftengruppe als primäre Aufgabe ansehe. Nur so könne der Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern gesichert werden.